beschweren kann man sich da eher weniger. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Und ich mag es auch einfach, den so in der Hand zu halten und so ein bisschen hin und her zu bewegen. Es fühlt sich irgendwie total lustig an. Hallo, na, ihr Lieben, neulich ist mir Folgendes zu Ohren gekommen. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Und in Anbetracht dieser Tatsache und dessen, dass ich mir gerade einen Kaffee gekocht habe und mir aufgefallen ist, dass ich in den letzten Monaten viel zu positiv hier auf dem Kanal war, dachte ich mir, will ich diese Aussage doch mal ein bisschen außer Kraft setzen, so ein bisschen aushebeln. Und kennt ihr das, wenn ihr so einen Schmier auf dem Auge habt und den man eigentlich gar nicht sieht, aber ihr seht nur noch Schmier im Auge? Ja, das habe ich gerade. Deswegen dachte ich mir, beschweren kann man sich da eher schon. 4 von 7 für diese vergangene Woche. Abzug wegen der Farbe. Ja, und entschuldigt bitte das Chaos hier im Umfeld. Es ist einfach, oh, der fühlt sich echt schön an. Das fühlt sich echt schön an, wenn man die so ein bisschen wackeln lässt. Ich hasse diese Teile. Der Philipp hat sich den gekauft und ich habe den gebunkert in den tiefsten Abgründen unseres Wohnzimmerschranks, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie hier in dieser Wohnung überhand nimmt. Ich dachte, für den Gag, nehmen wir es mal. Ja, entschuldigt bitte das Chaos. Es ist ein bisschen, ich habe viel zu tun aktuell. Deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Aber es wird uns nicht weiter stören. Authentizität. Ja, und ich dachte mir, es ist vielleicht mal Zeit, ein bisschen zu meckern, weil ich mich über sehr viele Sachen in den letzten 7 Tagen aufgeregt habe. Und wie gesagt, es ist auch einfach, wir sind hier alle ein bisschen zu glücklich. Ne? Wir brauchen mal wieder ein bisschen schlechtere Laune. Und ich weiß nicht, ein Punkt, der mich unheimlich aufgeregt hat, den man nicht ändern kann, der aber tatsächlich einfach gegeben ist, ist das Wetter. Es macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind es ungefähr 27.000 Grad hier in diesem kleinen Mini-Raum mit diesem viel zu heißen PC. Und es ist, vielleicht liegt es an mir, vielleicht merkt man es, aber mich macht dieses Wetter einfach ein bisschen dumm. Also ich fange halt an und bleib einfach stehen und rede wirres Zeug. Das Wetter macht einen einfach Matsch in der Birne und es ist mir aufgefallen, dass wenn ich war jetzt aus gegebenem Anlass, ich habe eine Drachenfrucht gesucht, zweimal in der Stadt letzte Woche, in der Innenstadt, nachmittags quasi. Und die Leute sind so unfassbar dumm in der Stadt. Die regen mich so hart auf und ich glaube nicht, dass alle Menschen dumm sind. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube einfach, dass das am Wetter liegt. Es war unfassbar warm. Die Leute sind einfach beim Gehen stehen geblieben. Die Leute sind auf der Rolltreppe. Sie dachten, oh, ich möchte auf die Rolltreppe gehen. Da ist die Rolltreppe. Ich bleib mal stehen und überlege noch, ob ich auf die Rolltreppe gehen möchte. 20 Menschen knallen in mich von hinten. Ja, es hat mich tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Die Leute bleiben irgendwie im Moment ständig stehen in der Stadt. Oder gucken. Oder bleiben beim aufs Handy gucken stehen. Ich verstehe nicht Menschen, die beim Laufen aufs Handy gucken und dann stehen bleiben dabei. Macht das nicht. Entweder ihr könnt das beides multitasken oder ihr habt Handyverbot in der Öffentlichkeit. Aber macht das nicht. Ich bin in so viele Leute reingerannt letzte Woche. Und teilweise reagieren die relativ aggressiv. Und mal davon abgesehen, dass das nicht schön ist, bei 37 Grad Außentemperatur in jemanden Schwitzigen reinzulaufen, fand ich das nicht schön. Hat mich sehr aufgeregt. Genauso wie dieses übermäßige Gemecker aktuell. So wie von mir. Aktuell ist irgendwie jeder in derselben Stimmung wie ich. Ich bin unglaublich schlecht gefusselt, sagt man in Köln. Ich habe wahnsinnig schlechte Laune zwischenzeitlich und kann mir das gar nicht erklären. Es hat nichts mit PMS zu tun. Ich bin super krass schnell auf der Palme. Also ich bin sehr leicht reizbar und das hat überhaupt keinen Grund. Und das nervt mich so. Ich bin von mir selber, von meinem Genervtsein genervt. Und von diesem Nachbarn, der seit 7 Uhr heute früh immer wieder sporadisch halb in die Wand reinbohrt. Immer so, ach nein, doch nicht. Das macht mich auch wahnsinnig. Ich weiß nicht, ich bin sehr schnell sehr gereizt und das reizt mich sehr. Ich weiß nicht, kennt das irgendwer von euch? Genervt sein vom genervt sein ohne Grund. Ich habe das im Moment irgendwie. Ich versuche das wieder abzustellen. Ich glaube, das ist ein bisschen Stress. Stress und Wetter, weil es ist auch einfach nicht mein Wetter. Aber man kann am Wetter ja nichts ändern. Das ist ja das Schlimme. Man kann es ja nicht ändern. Deswegen weiß ich nicht. Und wisst ihr, was mich auch unfassbar auf die Palme bringt? Dafür muss ich die Kamera kurz in die Hand nehmen. Diese Baustelle neben meinem Arbeitszimmer. Und neben meinem Bett die guten Feinherren fangen um 6:30 morgens an, ihre gute, ehrliche Arbeit nachzugehen. Und ich, faules Stück Dreck, lieg noch im Bett und reg mich darüber auf, dass ich nicht schlafen kann. Es neigt sich dem Ende. Das Haus sieht relativ fertig aus, aber zuletzt wurde diese Fassade gemauert und die Steine wurden per Hand gesägt. Und wenn ich sage die Steine, meine ich alle Steine. Keine Ahnung, vielleicht bestellt man das nächste Mal einfach Pappensteine. Ich bin ein bisschen gereizt, ihr merkt das schon. Ich glaube, Hauptproblem dafür ist mein eigenes Zeitmanagement. Ich glaube, mein eigenes Zeitmanagement nervt mich am meisten aktuell, weil ich habe unfassbar unfassbar viel Kleinkram zu tun und
eigentlich alles gar nicht wichtig, aber die Masse macht. Und die Masse erschlägt mich aktuell so ein bisschen. Und weil ich nicht so ganz weiß, wie ich was genau machen soll, mache ich alles zeitgleich und fange was an, lasse es wieder fallen und fange es wieder neu an. Und dann meckere ich darüber und habe dann 30 angefangene Sachen und nichts zu Ende gebracht. Also mein Zeitmanagement ist aktuell echt die Katastrophe schlechthin. Ich habe dafür schon diverse Ella the Bee Videos geguckt, um irgendwie so ein bisschen meine Struktur in meinem Gehirn und in meinem Arbeitszimmer hier auf die Reihe zu kriegen. Ja, es hat nicht ganz so gut geklappt. Ich will auch eigentlich im Moment viel mehr gute, hochqualitative Videos aufnehmen, mehr wie das hier. Aber mittlerweile sind ja tatsächlich meine Küchenchaos-Videos zu meinen Hauptvideos geworden. Früher waren das ja, wer sich noch dran erinnern kann, meine Comedy-Videos samstags, dienstags. Und die sind ja, ich mache ja nicht mehr. Ich bin ja ungewollt lustig. Dann dachte ich mir, muss ich nicht mehr geskriptet lustig sein. Macht mir keinen Spaß mehr. Haben sich einige darüber beschwert in der letzten Zeit. Tut mir sehr leid für die Menschen, die meinen Kanal wegen dieser Sketcher abonniert haben. Wahrscheinlich wird dann nicht mehr so viel von kommen. Das ist irgendwie, ich bin der Sache irgendwie so ein bisschen entwachsen. Ich finde solche Videos hier viel schöner, wo man so ein bisschen sitzt und redet und einen Kaffee aus einer Fuchstasse trinkt. Moment. Und nicht so viel cutten muss. Aber sie sind halt nicht sehr qualitativ hochwertig. Es ist aber auch nicht mein Anspruch, Julian Bam Videos zu machen. Das kann ich auch gar nicht. Ist ja auch gar nicht mein Job. Ist ja mein Hobby hier. Haben ja noch immer nicht alle verstanden, dass das hier gar nicht mein Job ist. Und mir dann bei Facebook vorwerfen, ne, du such dir mal einen Job, du scheiß YouTuber mit deinem Nicht-Job. Okay, fertig. Ist ja mehr so ein bisschen mein Tagebuch hier. Und mein Backbuch. Traurigerweise auch. Es tut mir leid, falls ihr im Moment andere Ansprüche an meinen Kanal habt. Ich bin eigentlich mindermäßig zufrieden. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte es gerne ein bisschen anspruchsvoller, aber manchmal, finde ich, sind solche Videos hier eigentlich ganz schön. Ich mag das. Aber ich mag dieses übermäßige Gemecker aktuell nicht. Ich meckere ja selber ganz, ganz viel. Aber ich meckere in mich rein. Vielleicht sollten das mehr Leute machen, ich weiß nicht. Also normale Kritik versuche ich hinzunehmen, Hate natürlich nicht. Aber es ist ja auch Kritik. Es ist ja angebrachte Kritik, es ist ja okay. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn man den Content nicht mehr mag, den ich mache oder scheiße findet. Ist okay, tut mir leid. Jeder Mensch ändert sich. Ihr ändert euch, ich ändere mich und so ändert sich eben nun der Content hier. Wer weiß, vielleicht mache ich in 2 Jahren Spidget-Finner-Tricks, weil die dann wieder in sind. So wie das Jojo. Kann einer von euch Jojo spielen? Ich kann kein Jojo spielen. Nein. Das hat mich als Kind schon betroffen gemacht, dass alle Jojo spielen konnten, nur ich nicht. Apropos Facebook, jetzt ist aber langsam mal gut hier. Ich werde angerufen, kleinen Augenblick. Ja, da gehe ich jetzt nicht dran. Was mir in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, ihr seid wahrscheinlich alle gar nicht mehr auf Facebook unterwegs. Das betrifft aber nicht nur diese Plattform, sondern auch diese Plattform hier, ist dieses künstliche Provozieren. Viele Leute, oder sagen wir einige Leute, von denen ich mich habe triggern lassen, gehen hin und provozieren mit Titeln, Thumbnails oder Aussagen künstlich die Leute, indem sie Sachen sagen oder Sachen schreiben oder Sachen thematisieren, von denen man eigentlich weiß, dass 99% der Leute getriggert darauf eingehen, beispielsweise Tiere schlecht behandeln oder was habe ich zuletzt gesehen? Das Kind nicht impfen lassen. Ich glaube, dass das einfach nur gemacht wird, um mehr Klicks und Likes zu generieren, weil ja dadurch Diskussionen angeregt werden. Ich glaube nicht, dass das eine gesunde Art und Weise ist, irgendwie seinen Kanal oder seine Seite hoch zu ranken. Oh, ich habe eine Laufmasche. Ah, nicht dein Ernst. Kann man die sehen? Ich habe hier eine Laufmasche. Und alle, die jetzt da von der anderen Seite ins Fenster reingucken und denken sich so, was? Welche Seite muss ich aufrufen, um bei der in ins Webcam-Programm zu kommen? Och, Manno. Scheiße. Mir gehen immer alle Strumpfhosen kaputt. Ja, ich bin von mir selbst im Moment auch so genervt. Ein Beispiel, meine Haare. Ich habe gedacht, vor 2 Jahren ungefähr, oh, lass dir doch mal die Haare lang wachsen. Ich hatte die damals ungefähr bis hier so. Moment, ich muss mal aufstehen, weil man sieht sie schon gar nicht mehr. Ich hatte sie so bis hier ungefähr. Das kann man in meinen ganz alten Videos sehen. So, dieses Stückchen hier ist jetzt gewachsen in den letzten 2 Jahren. Und habe ich für eine unglaublich gute Idee gehalten. Das Ding mit langen Haaren ist irgendwie bei mir zumindest, also mit sehr lang. Ich würde jetzt mal sagen, mittlerweile sind sie sehr lang oder lang. Die nerven immer. Also ich wüsste keinen Moment außer auf Fotos, wann diese Haare sinnvoll wären und Sinn machen würden. Ich spiele mit dem Gedanken, sie mir abzuschneiden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt mir mal, ob ich das machen soll. Ich
würde es aber, glaube ich, eher tendenziell nicht machen. Wobei viele Leute sagen, mir würde ein Bob stehen. Ich bin da irgendwie gar nicht so der Meinung. Ja, aber sie sind immer nur im Weg. Im Sommer sind sie zu warm und man bindet sie hoch. Im Winter sind sie zu trocken und zu fusselig. Da bindet man sie auch weg. Also eigentlich, ich trage meine Haare, außer vor der Kamera und manchmal draußen, nie offen. Zu Hause eigentlich immer weggebunden. Ich weiß auch nicht, lange Haare sind sehr unpraktisch. Aber mir wurde oftmals unterstellt, es wären Extensions. Nein, sind es nicht. Wenn ich mir Extensions kaufen würde, würde ich mir keine kaufen, die an den Spitzen so kaputt sind. Ja, ihr Lieben, es tut mir total leid. Es ist irgendwie ein sehr strukturloses Video. Ich hoffe, es ist okay für euch. Manchmal möchte ich einfach ein bisschen Austausch mit euch haben. Ich habe übrigens jetzt einen neuen PC. Man kann ihn schon so ansatzweise hier an der Seite sehen. Und ich habe eine Web-WhatsApp bekommen. Das bedeutet, dass ich jetzt wieder mehr livestreamen werde. Wahrscheinlich eher auf Twitch, weil ich irgendwie so mit der Livestream-Funktion hier auf YouTube nicht so cool bin. Ich finde die nicht so schön, muss ich mal schauen. Ich weiß auch nicht genau, wann ich dieses Video hier hochlade. Ich will mich nicht mehr so an diese regulären Upload-Zeiten halten, außer jetzt dieses... Ich möchte das Backvideo weiterhin samstags bringen, meistens. Und ich glaube dann einfach immer irgendwann unter der Woche ein Video, wie ich halt Lust habe. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich hoffe, ihr seid nicht so enttäuscht. Wenn euch denn gefällt, was ich hier so tue, auch wenn es völlig strukturlos ist, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist auch so ein Ding. Ich sollte mich eigentlich dadurch, dass es mein Hobby ist, gar nicht so darüber aufregen oder nicht mich so betroffen machen. Aber ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich abonnententechnisch so ein bisschen rumkrebse. Aber es ist schon okay. Es ist okay. Ich habe andere Sachen, die mich erfüllen. Zum Beispiel mein Job. Schaut da gerne mal vorbei. Hier habt ihr jetzt noch zwei andere Videos von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende im nächsten Backvideo wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Gemecker. Sorry.